Hallo und herzlich willkommen, ich bin euer Mr. Venom 1974. Ja, ihr seht schon, ich wollte das absichtlich drin lassen, damit ihr so wisst, was das ist. Das ist Epsilon. Das ist eine super early pre-Alpha. Hast du nicht gesehen? Ihr wisst, ich bin nicht so ein wahnsinniger Fan von solchen Versionen. Seht ihr, warum? Weil die Hälfte kann ich davon euch nicht zeigen. Aber ich wollte es einfach mal drin lassen mit Changelog, damit ihr wisst, wie weit dieses Projekt ist. Ich nehme es vorweg, nicht wirklich weit. Deswegen kann ich euch auch nicht wahnsinnig hinein. Ich wollte aber trotzdem euch das mal ein bisschen kredenzen. Ihr seht hier, das geht alles noch nicht. Da haben wir auch keine Möglichkeit. Ich kann euch also ein bisschen was vom Story Mode zeigen. Und das ist halt so ein bisschen, naja, so ein, man kann sagen, ein SWAT-Game. Ich denke, das kann interessant werden. Wird wahrscheinlich noch ein bisschen ab. So, genießt einfach mal ein bisschen die Story. Die lasse ich mal einfach so ein bisschen im Hintergrund laufen. Ja, es ist ein Game, was... Naja, will noch nicht euch ein paar Sachen vorwegnehmen, aber... Es ist wirklich early. Also ich habe mich schon über mehrere Sachen aufgeregt. Was nicht stimmt, ist, man wird also gewarnt, dass man das mit Fraps recorden soll. Das scheint aber mit Fraps ganz normal zu funktionieren. Weil das irgendwie Probleme mit DirectX 11 und hast du nicht gesehen und willst du gar nicht haben. Bei mir jetzt nicht. Das liegt daran, ich bin ja auch immer einer, der seine Nvidia immer auf den maximalen aktuellen Stand hält. Aber vielleicht deswegen nicht. Aber sonst werdet ihr gleich sehen. Ja, ist halt ein SWAT-Game. Ja, was ihr vielleicht auch von Rainbow Six oder sowas kennt. Ich denke, da kann was raus werden. Das, was ich euch jetzt zeige, ja, wie schon gesagt, vergesst nicht, das ist Early Access. Das ist Pre-Alpha. Das ist noch nicht mal ein Alpha-Status. Für die Leute, die keine Ahnung haben, was diese Programmiersprache bedeutet. Also es gibt einmal den Final Release, ist klar. Gut, mittlerweile gibt es den Final Release und dann den Day One Patch, aber es gibt einen Release, dann ist das Ding fertig, das ist Final. Der Test eigentlich erst mit Fremdnutzern und sonstiges ist der sogenannte Beta-Test. Davon habt ihr schon mal gehört. Da gibt es eigentlich die Open-Beta und was weiß ich nicht alles. Die Alpha ist sozusagen die Version, die das erste Mal in Anführungszeichen stable ist. Meistens eigentlich nur, um irgendwelchen Leuten eine Demo oder so zu kredenzen. Eben hier. Und das ist sogar noch Pre-Alpha. Das heißt, was ich hier als Fehler finde, kann ich gleich alles dem Entwicklerteam schicken. Das ist das einzig Schöne. Also ich kann mich jetzt hier über alles beschweren, was ich will. Ich kann euch mal kurz die Map hier zeigen. Braucht ihr aber auch wieder gleich wieder vollkommen ignorieren, weil funktioniert auch nicht so, wie sie soll. Man kann hier also Waypoints setzen. So, wie ihr aber schon seht, sind die Funktionen alle nicht da. Das Einzige, was man machen kann, ist Waypoint deleten. Was relativ doof ist für das Gameplay, was jetzt kommt. Aber ich zeige euch trotzdem mal eben die Karte. Ich erwähne es nochmal übrigens. Pre-Alpha. Ja, ich garantiere irgendeine... Bin ich fertig? Ach! Ernsthaft? Really? Ich muss übrigens noch mit denen diskutieren. Das werdet ihr jetzt... Die Sache habt euch dann sicherlich erledigt, weil ihr werdet das Video sehen. Wann ich denn das hier zeigen darf. Ich habe keine Ahnung, ob es hier auch ein Presseembargo gibt oder so. Ich habe das hier super early. Also, ich glaube, es gibt, glaube ich, das erste Mal irgendwie, dass es was Greifbares gibt, ist geplant im Dezember. Ich nehme es jetzt hier im Oktober auf. Also, hoffe, ich kann euch das auch zeitig dann kredenzen. Deswegen, also, ne? Stellen wir mal vor, wir machen jetzt ein bisschen SWAT. Grafisch finde ich das okay. Ne? Hier. Sollen wir ein bisschen angucken. Ihr seht, das geht noch fertig. So, wir können uns mal eben die Waffen angucken. So, aber mehr haben wir auch noch nicht. So, ich gehe mal eben kurz auf die Standardbewaffnung, weil die eigentlich ganz okay war. So, starten wir einfach mal. Was ihr von SWAT-Sachen kennt, was jetzt der normale Ego-Shooter vielleicht nicht hat, ist dann das Mission-System, wo man also dementsprechend dann auch Sachen machen kann. Wir machen mal einfach Fall-In, das heißt, die sollen mir folgen. Und dann fangen wir mal ein bisschen an. Ich habe zweimal das getestet und zweimal auf die Fresse gekriegt, weil es ja eben ein Taktik-Shooter ist. Das heißt, hier kann man eben nicht 500.000 Mal und dann irgendwie in die Ecke gehen und wieder aufladen. Aber wir gucken mal, dass wir einfach mal... Das hier mal so 15 Minuten...
da was kredenzen. Ich glaube, der erste Depp ist schon da. Ich glaube, die sind hier noch in dieser Pre-Alpha auch festgesetzt. Ich glaube, die haben auch nicht die geilste KI der Welt. Ja, da ist noch keiner. Aber wir gehen mal einfach ein bisschen durch das Ding. Wir können auch gleich die Tür breachen. Wir können sie aber auch ganz normal knacken. Ich glaube, da bei dem Gang wird doch schon einer sein. Ne, das gefällt mir nicht. Da will ich nicht hin. Das ist doch jetzt eine, die wir knacken können. Da ist doch einer. Na Leute, das ist die Bug-Abteilung. Mann, ist schön, dass er merkt, dass die Waffe nur noch keinen Platz hat. Na, komm. Ah, gut. Wo seid ihr denn jetzt? Das ist doch mein Team. Hallo? Wo seid ihr denn? Ja, ist klar. Wo sind die denn? Ja, toll. Gerade noch mal eben hier Knoppers Pause gemacht, oder was? Ja, das war so klar. Das war so klar. Gut, das ist die Mission, ist dann gescheitert. Ja. Schön, dass mein Team keine Lust hatte mitzukommen. Aber wie schon gesagt, Pre-Alpha. Es kann aber auch sein, dass die Mission noch nicht gestartet ist und jetzt erst gestartet ist. So, jetzt laufen sie auch mit. So, man kann ihnen natürlich auch die Befehle geben, ne? Tür eintreten und hast du nie gesehen und, ne? Ihr kennt das ja. So, das ist sowieso alles kaputt. Was ich gemerkt habe, die KI kann durch diese Fensterläden schießen. Ich glaube, wenn wir das gemacht haben, hat das nicht geklappt. Ich glaube, das war irgendwie sowas, was mir auch schon wieder auffiel. Aber, oh, die sind tatsächlich an verschiedenen Standen. Wollt ihr jetzt mal vielleicht da mal aufräumen? Hä? Breach Game? Ich kann da nichts breachen. Das ist eine Wand. Der ist da oben. Irgendwo. Großartig. Ich habe ein Team. Ja. Lass mich rein, stehe ich vor der Tür. Ja, du sollst mir nicht folgen, du. Natürlich werde ich getroffen. Willst du mal schießen, du Vogel? Ist geil, wir lassen erstmal den Captain da schießen und dann machen wir was. Nee, ist klar. Ist klar. Weißt du was? Ihr könnt mich jetzt mal. Ich lasse euch da jetzt stehen. Und zwar hier ganz vorne. Ich mache das jetzt nochmal in Eingang. So, bleibt da. Macht das selber. Kann ich nicht angehen. Sehr unglaublich. So, und stellen wir uns nämlich dahin. Ja, jetzt willst du die nicht aufmachen, oder was? Ja. Warum willst du das nicht aufmachen? Weil er in der Wand hängt. Nee, ist klar. Early Alpha, ne? Sag mal. Hässliche Möbel haben die auch noch hier. Ist ja ganz schlimm. Euch schicke ich erstmal Tine Wittler, wenn ihr jetzt tot seid. So.
Truppe? Natürlich nicht. Na komm. Zwar nicht die feine englische Art, aber ist egal. Ihr seid weg. So, dann kann man diese Tür jetzt auch mal vorsichtig aufmachen. Ist aber irgendwie natürlich wieder nichts. Ist klar. Jetzt könnten sie doch mal ein bisschen kommen. Bevor ich hier wieder vorkomme, einfach die Fresse kriege. Das ist höchstwahrscheinlich ein Lasergate. Da latsche ich mal nicht durch. Ich werde beschossen. Das ist grundsätzlich doof. Allerdings frage ich mich von wem. Ah. Von dir. Aber nicht mehr lange. Wo sind sie denn? Ah! Und? Wie geht's euch so, Jungs? Nicht gesprächig. Wahrscheinlich gar nicht teamfähig. Steh mir ein bisschen im Weg, du Pfeife. Wo schießt er denn hin? Also. Die KI ist hochintelligent in dieser Alpha. Also das wird mit Sicherheit auch besser. Hast du getroffen? Sag doch was. Ja, wo nicht? Na komm. Mach das wieder, Papa. Komm. Na komm, lad du mal schön nach. Da schießt jemand. Meint ihr nicht, dass er mal vielleicht was tun könnte? Nö, muss man nicht, ne? Au! Jetzt haben sie auf einmal einen Bock. Das ist ja schön. Hier ist er wirklich irgendwie aus SWAT 1 oder so. Ich glaube, ab SWAT 3 war das, glaube ich, in dieser Ego-Sicht. Will ich. Nee, mein Freund. Irgendwo war irgendeiner im Treppenhaus. Hier ist übrigens die Map. Falls euch das interessiert. Wir sehen die grünen Punkte. Und H ist natürlich überraschenderweise die Geisel. So, das ist mir alles sehr frei. Finde ich gar nicht gut. Ist doch schön, wie er souverän weitergeht, ne? Ja, ich glaube, das reicht auch so als Test. Dann wisst ihr auch, was so Ambach ist. Ja, also ich denke mal, das kann sicherlich irgendwann spielbar werden. Aber im Augenblick habe ich das Gefühl, auch über Spelling Sing und andere Sachen muss man wahrscheinlich noch ordentlich nachdenken. Aber gut. Guckt euch das mal an. Hier. Ne? Epsilon. Ich werde auf jeden Fall mal gucken. Wenn da mehr von gibt, werde ich euch wahrscheinlich auch mal mehr was von zeigen. Ist auf jeden Fall spielbar. Das muss man jetzt schon sagen. Also ist auf jeden Fall eine spielbare Demo. Man kriegt jetzt mit der Steuerung keinen Hals. Aber es gibt andere Sachen, die noch ausbalanciert werden müssen. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.